Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aliens Colonial Marines. Heute am 27.12. um 6:30 ungefähr. Ja, Isa, toll Stelle. Ja, neues Spiel, neues Glück, würde ich sagen. Ne? Mal sehen, wie wir uns jetzt schnell erschlagen werden. Vielleicht hat einfach eine Pause jetzt einfach gut getan. War auch heute schon fleißig, ne? Oh. Oh mein Gott, scheiße! Ja, tut mir sehr gut, so eine Pause, wie man sieht. Scheiße. Die! Ey, sag mal. So. Nee, also so Tage wie heute zum Beispiel auf der Arbeit könnte ich jeden Tag haben. Es war so unfassbar ruhig. Klar, alle sind im Urlaub, ne? Alle extern, mit denen ich sonst immer zu tun habe. Und ich habe heute keinen Anruf gehabt. Und ich habe super wenig neue E-Mails bekommen und alles. War ein Träumchen, echt. Und deswegen hatte ich einfach die Möglichkeit schon, um, keine Ahnung, noch vor 15 Uhr nach Hause zu gehen. Was richtig geil ist. Können wir dich dran gewöhnen, ja. Also einmal so einen Tag in der Woche zu haben, wo es genauso läuft, wäre schon ein Träumchen. Aber gut, man kann ja alles haben, ne? So. Deswegen habe ich heute schon hier das Zimmer fertig gemacht, das Badezimmer sauber gemacht und gespült, was ganz schön viel war. Sport habe ich gestern gemacht, den konnte ich mir heute sparen und. Ach du Scheiße, da sind sie ja schon. Dapti-dapti-du, warte. Ach du Heilige. Ich hau einfach ab, ihr könnt mich mal. No! Das ist gar nicht so unclever, glaube ich, ne? Okay, der schießt einfach. Das ist nicht zu glauben. Okay, warte. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Dich brauche ich, genau. So, okay, der Flammenwerfer-Spacko ist noch nicht tot, okay. Ist ein Raketenarsch. Der ist immer noch dahin, ich werde wahnsinnig. Okay. Oh, was ist erstmal um den? Okay, der ist tot. Da ist er. Okay, da kommt was auf mich zugeflogen. Ich bin gleich so weit, keine Sorge. Vielleicht nehmen wir doch mal das Sturmgewehr. Wir können uns. Schauen wir mal hier so in die Flammen hinein. In das Inferno. Ich sehe ihn nicht. Sieh schon, komm, kommt einfach eine Rakete auf mich zugeflogen. Ich habe die Rakete abgeschossen! Scheiße, okay. Ah, was eine Stelle, Alter. Lauf! Okay. Ist aber irgendwie geil. Jetzt fange ich das nicht so ab wie letztes Mal, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Er ist tot. Okay, Raketen-Johnny ist tot. Okay, was hast du hier schon so Schönes für mich freigeschossen? Na, was nehme ich denn mal? Ich nehme das Kampfgewehr. Gerade mal kurz auf den Blick auf den Monitor geworfen, wirklich alles aufnimmt. Ja, und morgen ist Streaming-Zeit, ne? Hab echt richtig Bock. Aber morgen sieht es auch so aus, als hätte ich nicht einen Hauch von Stress. So. Also, ich behalte erstmal meine beiden Balken, das wäre schon echt viel wert. Komm. Bleib liegen! Komm, ist noch einer? Ich bin mir echt nicht sicher, ob die hier unendlich spawnen oder nicht. Fuck. Arschloch. Echt. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Das ist echt ein bisschen scheiße. Muss ja mal den machen. Ich glaube, es sieht gar nicht so verkehrt aus. Oh mein Gott. War es ein Trugschluss meinerseits? Spawn die gar nicht endlos. Scheiße! Ich höre was. Fick dich, Alter. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kontrollpunkt. Ups. Dauert doch gar nicht lange. Da bin ich ja beruhigt. Ja, komm, auf ihn drauf. Ich kann mich niemals umgucken. Wie dreist ist das denn? Aber geil, wir haben es geschafft. Bams! Geil, gefällt mir. So, zack. Erstmal wieder hier, ne? Aufrüsten. Ganz wichtig. Ein bisschen Panzerung wäre ganz nice. Aber man kann ja alles haben.
Oh, es ist gut, Alter. Oh, Es ist richtig gut. Ich bin auch echt ewig gut gelaunt, keine Ahnung, ne? Weil wir halt fleißig jetzt zum Abschluss, zum Ausklang des Tages ein bisschen aufnehmen. Gut, zum richtigen Ausklang des Feierabends. Ein bisschen Alone in the Dark spielen, das habe ich jetzt mittlerweile auch durch. Ich freue mich morgen auf Stream. Ja, dann ist schon wieder Wochenende. Dann ist auch bald Silvester. Oh, was ist mit dir passiert? Warum machst du das nicht immer? Nimm dich doch einfach zum Ende des Spiels. Und nehme ich mit. So. Hat heute auch richtig Tatendrang, einmal die Butze zu machen, ey. So. Einmal Beleuchtung. Und Sonntag überlege ich mir, ob ich da nicht schon das erste Zeitschriftenvideo machen soll. Auch da bin ich momentan echt motiviert. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal einen Raum nach dem anderen durch, oder? Ups, falscher Knopf. Ja, Alone in the Dark hat halt die X-Steuerung, ne? Ich mach mal dicht aus, das irritiert mehr, als dass es mir jetzt hilft. Ach, hier ist nix. Na gut. Nicht jeder Raum muss einen Sinn haben. Hier könnte ich vielleicht mal ein bisschen durchleuchten. Das ist aber auch nichts. So viele Regale ohne irgendeinen interessanten Inhalt. Nun gut. Oh, das sieht doch schon besser aus. Danke. Aus wie eine Tischtennisplatte, so ein bisschen ohne Netz. Und, oh, Audiolog. Und, das sind keine Logtags. Ist es kein Audiolog? Das ist ein angefressener Donut, Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, komm, wir gehen durch. Hallo. Oh, oh. Von wo? Da vorne, okay. Alles klar. Ah, da sehe ich dich doch schon, du kleine Sau. Gut, die Tür ist kaputt. Oh, das nehmen wir natürlich auch mit. Da komme ich gar nicht dran. Oder? Doch, ich komme da dran. Dankeschön. Komm, drauf geschissen. Zurückhaltung ist hier fehl am Platz. Arschloch. Okay, hier gibt es aber keine mehr. Okay, es gibt hier doch noch welche. Aber die lösen keinen Alarm aus. Und ein bisschen Shotgun. Einfaches Abschalten bringt nichts, denn das Notaggregat springt sofort wieder an. Das funktioniert also nicht. Verstanden, die Sicherung muss weg. Ich bin mir sicher. Die Regulatoren der 6 Zellen zerstören und es dann abschalten. Dann springt das Notaggregat an und versucht den Stromkreis zu schließen. Und das ganze System hat einen Kurzschluss. Kein Saft für den Sicherheitszaun. Richtig. Dann schmort alles durch. Du nimmst die unteren, ich arbeite hier oben. Okay. Gut von mir aus. soll ich jetzt da durch oder? Darf ich da jetzt durch oder bleibst du im Weg stehen? Oh. Mal kurz gucken, weil ich meine, der Partner, der ist zwar jetzt nicht so eine Hilfe, was das Offensive angeht, aber ist halt schon gutes Kanonenfutter, da muss man dazu sagen. Wenn ich jetzt alleine bin, ist das natürlich ein bisschen blöd. Hallo? Da vorne irgendwo, okay. Darf ich da durch? Oh Gott, er sieht mich nicht, oder was? Gut. Es scheint einen Weg zu geben, weil ich glaube, der kommt jetzt auf mich zu. Oder auch nicht. Ich will da rein. Mhm. Da ist schon eine Energiezelle drin. Komm, hier, hier bin ich, hallo. Komm, mach auf. Guck dir doch nicht den Rechner an. Na gut. Also, da ist einer. Gehen wir mal zur nächsten. Vielleicht kommen wir da ja schon mal weiter. Bring. Bring. Ich frage jetzt echt, wie wir hier reinkommen, ne? Ja, super. Die Tür ist kaputt.
Ach, das ist die Geschichte. Ich muss wirklich zurück. Okay. Und hier schon die erste. Da! Ich hab mich erwischt. So. Geht doch. Okay, das ist ja einfach. Aber das zu reaktivieren ist bestimmt auch ein riesiger Akt, so wie es aussieht. Stecker wieder reinstecken. Nun. Okay, das heißt, bei dem nächsten müssen wir wirklich zurück, glaube ich, ne? Ja, komm, ein bisschen springen. Hier scheint ja keine Gefahr zu sein. Hallo, ne? Achso, nee, ich muss ja eigentlich nach unten, ne? Ich komme ja gar nicht runter. Super. Oh. Die kann mir ruhig mal helfen, der Penner, echt. Willst du mal sagen, wo ich hin muss oder irgendwas? Fring, fring. Na, no, da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Lüftungsschacht oder ich komme da irgendwie von oben rein, kann mich reinfallen lassen. Das hier sieht doch zum Beispiel vielversprechend. Ach, oh, oh. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich habe mich getroffen. Zum Verrecken nicht. Shotgun ist ja auch nicht schlecht, ne? Den kann ich auch mal wieder nehmen. Auch schon ein paar Tage her. So, Nummer 2. Pup. Und der letzte. Oh, er ist so gegen die Wand gerannt. Ich habe gerade wieder zum Monitor geguckt. Weil ich habe mich darauf hingewiesen. Aiko ist jetzt, glaube ich... Ich meine, da ist heute der letzte Part gekommen oder spätestens morgen. Das Interessante ist, unabhängig davon, ne, dass ich jetzt ein Simpsons-Spiel auch spiele, habe ich mich voll Bock auf Simpsons bekommen. Aha, guck mal da oben. Und deswegen, ich gucke jetzt zwischenzeitlich mal immer hier und da mal so ein Völkchen. Und die alten Folgen sind schon geil, doch. Die gefallen mir auch heute noch. So, ach so, da geht wieder einfach nur hier zurück. Da ist wieder der hässliche Vogel. Und dann ist hier hoffentlich auch irgendwo mal eine Treppe. Ah. Da, wo ich eigentlich zuerst hoch wollte. Oh, da können wir aber... Können wir mal ein bisschen mit der Granate spielen, wa? So. Oh, scheiße. Das war echt schlecht von mir. Gut, ich habe keine mehr. Hallo. So. Sonst keiner mehr? Okay. Ich habe gedacht, da wäre mehr als einer drin. Gut, Energiezelle ist da. Zack. Wollte gerade sagen, dann sind wir jetzt eigentlich fertig hier, ne? Ja, machen wir doch mal, was der sagt. Hallo. Na? Der Xeno wird den Zaun in ein paar Minuten überrennen. Wollt ihr das all den Leuten da draußen wirklich antun? Die haben doch keine Chance. Hätten sie sich vorher überlegen sollen, dass durch ihre Taten 300 Marines in den Tod geschickt werden. Tu es. Guck so wenigstens an beim Sprechen, du unfreundliches Stück. Ah, Mission geschafft. Geil. Tada! Was haben wir gekriegt? Nichts. Gut. Von mir aus. 67 Tötungen, ey. Ich glaube, normalerweise kriegt man, also wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, glaube ich, auch für fast jede Mission nochmal irgendwie eine Trophäe, von wegen, dass man die abgeschlossen hat. Also ist schon relativ motivierend. Ich finde das eh, es gibt kaum was Schlimmeres, als wenn man das Spiel fast durch hat und immer noch keine Trophäe da ist, ne? Also wenn man nur irgendwie so jede fünfte Mission was kriegt. Weil dann denkt man sich, boah, ich hab doch gar nichts geschafft, aber das Spiel eigentlich durch. Sulaco Axel, Winter hier, auf dem Weg zur Geiselbefreiung. Wonach genau suchen wir, Sir? Roger, das Register beschreibt ein Sicherheitsmodul auf der anderen Seite der Struktur, wo der Marine von Rayu gefangen gehalten wird. Holen Sie ihn zurück. Waffen bereit, Bewegung! Okay. Ich hab ein interessantes Abzeichen, wenn man da mal oben rechts guckt, ne? Ui.
Ist ja gerade nur gelegt, keine Sorge. Boah, diese inhaltsleeren Räume, die machen mich auch irgendwann bekloppt. Aber Licht an. Na du? Was war also hier los? Dann gehen wir erstmal hier rein. Oh, you look! Ja! Vorhergehende Versuche, eine lebende Xenomorph-Königin zu entwickeln, waren erstaunlich erfolgreich. Zwar konnten wir uns keine weiteren Erkenntnisse über die Kontrolle ihres Nachwuchses verschaffen, doch sie produziert mit Regelmäßigkeit Eier. Die Beruhigungsmittel, die wir ihr in ihrer Nahrung verabreichen, scheinen sie fügsam zu machen. Hm? Ja, zumindest etwas. Ist klar. Ich will ja noch gar nicht runter. Auf dieses Modul. Die Xenos wussten, dass sie hierher kommen müssen.